So, meine Freunde, und willkommen zu meiner Trailer-Analyse vom letzten Pokémon Super Mystery Dungeon Trailer. Wir haben viele, viele Sachen, die wir diskutieren wollen, von daher, Leute, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Im neuesten Trailer von Pokémon Super Mystery Dungeon gibt es viele Sachen, die wir im letzten Trailer auch schon gesehen haben. Cutscenes von legendären Pokémon, Gameplay-Material und natürlich vieles, vieles, vieles zum Spekulieren. Denn wir sehen jetzt zum Beispiel im Bild, dass wir mit Hilfe eines Laprases wohl über die Meere surfen können. Und wir sehen innerhalb dieses Bildschirmes auch die sogenannte Weltkarte. Kommen wir erstmal zu Lapras. Lapras gab es auch schon bei Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel und hat einen damals in das Verwunschland gebracht, beziehungsweise zum Land, wo der Zeitturm stand, um die Alge aufzuhalten. Ich denke, dass das diesmal nicht der Fall sein wird, weil es ist ein komplett anderes Game. Und wie es aussieht, transportiert ein Lapras von Ort A zu Ort B. Und das ist meiner Ansicht nach, ja, vielleicht einfach nur eine Verdeutlichung, um zu sagen, hey, wir reisen jetzt auf eine andere Insel. Wir können da nicht über, ja, über das Wasser laufen. Wir sind erstens der Jesus und zweitens sind wir vielleicht kein Wasser-Pokémon. Und ja, deswegen haben wir vielleicht ein Lapras, was sagen kann, hey, ihr müsst erst mich sozusagen freischalten, um an andere Orte reisen zu können. Wäre vielleicht eine Alternative. Fände ich auf jeden Fall ganz cool, das ein bisschen realistischer zu gestalten alles. Es soll eine Art, ja, Reisedienst sein sozusagen. Wie das im Game funktionieren wird, wissen wir noch nicht. Das werden wir auf jeden Fall uns dann jeweilig ja ansehen. Und ja, was ich sonst noch sagen kann zur Karte ist auf jeden Fall, die Karte ähnelt stark an Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Team Blau. Kleine Indizien dazu sind zum Beispiel der Vulkan an der oberen rechten Seite und halt die ganzen, ja, die ganze Inselkonstellation einfach. Sie passt einfach total. Oben sind auf einmal drei kleine Inseln, dann ist auf einmal das Berggebiet, da ist das Landgebiet, da ist auf einmal ein anderes Grenzland angesiedelt und all sowas. Es würde passen. Meine These dazu ist auf jeden Fall interessant. Also, ich glaube aber nicht, dass es im alten PMD spielt, wenn die Karte ähnlich aussieht. Vielleicht ist das den Entwicklern gar nicht aufgefallen erstmal. Das wäre ziemlich dumm. Oder sie haben es mit Absicht gemacht, um vielleicht irgendwelche Thesen reinzuwerfen. Oder man kann mit Hilfe von anderen Sachen in die Zeit reisen. Ich sag mal, das ist ja nicht unmöglich. Bei Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel, Team Dunkelheit und Team Zeit gab es ja die Möglichkeit, dass man durch die Zeit reisen konnte, beziehungsweise in die Zukunft und in die Vergangenheit und in die Gegenwart jeweilig. Und ja, vielleicht geht das ja hier auch und hier kann man die verschiedenen Dimensionen von PMD ja bereisen. Das wäre eigentlich ziemlich fresh. Aber wir warten mal ab, Leute. Dieser Trailer hat nicht nur das ergeben, sondern auch vieles, vieles, vieles mehr. So, Leute, kommen wir jetzt mal zur Stadt, die ich ein bisschen analysiert habe, beziehungsweise mir ein bisschen genauer angeguckt habe. In der nächsten Szene sehen wir, wie Pikachu und Plinfa, das sind wahrscheinlich die Hauptprotagonisten, beziehungsweise die Protagonisten, die man spielt, in die Stadt reinlaufen. Und wir sehen ganz klar rechts einen Rizzladero-Stand und gleich daneben einen Klefki-Stand, beziehungsweise einen Klavion-Stand. Das Klavion haben wir auch schon im letzten Trailer gesehen. Da gab es ja auch eine große Übersicht von der Stadt, wo wir Klavion gesehen haben. Und halt Echnatoll und ein Kecleon-Markt. Kecleon-Markt natürlich ganz klassisch, natürlich dafür wieder da, um halt Items zu kaufen und verkaufen. Und Echnatoll ist wahrscheinlich dann wieder der Aufmacher der Boxen. Und Klavion, denke ich mal, wird sowas ähnliches sein dann wie irgendwas mit Attacken oder sonstiges. Und das Rizzladero wird dann irgendwie ein Dojo sein, wie das Knogger-Dojo damals aus Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel oder Team Rot und Team Blau. Deswegen, so stelle ich mir das vor. Ihr könnt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare ablassen, das würde mich interessieren und ja, ein bisschen diskutieren schockt auf jeden Fall. Wir können uns mal angucken in unserem letzten PMD, Pokémon Portal in die Unendlichkeit, da gab es auf jeden Fall andere Stände, da gab es ein Ramaidon, da gab es doch dieses komische, weiterentwickelte Form von Pikachu und ja, das, und ich glaube es gab da auch ein Echnatoll, und jeweilig den Kecleon-Stand. Das heißt, es gab da auch nur 4 Geschäfte. Und ja, das sind schon die 4 Geschäfte. Ich denke mal, dass wir damit fertig sind mit der Stadt, dass wir damit schon alle Geschäfte abgeklappert haben. Abwarten, vielleicht ist es eine größere Stadt, wir wissen es noch nicht ganz genau. Und falls wir in den anderen Dimensionen spielen sollten, dann werden wir eh in die anderen Städte kommen. Außer es spielt halt nur in den anderen Dungeons von den anderen Dimensionen. Das ist alles so eine Sache, die mich ziemlich, ziemlich verwirrt. Und ja, da könnt ihr, wie gesagt, eure Kommentare mal ablassen zu und... So, Leute, und jetzt kommt die Sache, was mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und ich glaube auch jedem von euch. Es stand tausendmal in den Kommentaren und ich habe mich, keine Ahnung, bepisst vor Freude einfach. Es ist einfach so ein tolles Gefühl. Wir sehen eine Seifenblase, die hin und her fliegt und wir sehen kleine japanische Schriftzeichen mit Reissushi irgendwas darunter. Und natürlich den Pfeil, der jeweilig aussuchen kann, was dort abgeht. Und Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, die Blase im PMD hat eine sehr besondere Bedeutung, denn die Blase symbolisiert sozusagen
das Abgehen bzw. das Abtreten des jeweiligen Protagonisten. Das heißt, wenn man das Spiel beendet hat und man die Aufgabe erfüllte, um die Welt zu retten, verwandelt man sich in eine Seifenblase und fliegt zum Himmel. Und das symbolisiert sozusagen das Eintreten in diese Welt, Mann, weil man endet als Seifenblase, man fängt natürlich als Seifenblase an, deswegen tritt man natürlich so in die Welt hinein. Und das sagt uns, Leute, wir können entscheiden, was für ein Pokémon wir werden, durch den Fragebogen. Moment mal, wir können nicht entscheiden, was wir werden. Es wird per Zufall entschieden. Mega geil. Was wir im letzten Part gesehen haben, diese Rangliste, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich war mir nicht ganz sicher. Und zwar ist das die Auswahl der Partner-Pokémon. Man kann 20 Partner auswählen, von jeder der 6 Generationen natürlich die 3 Starter-Pokémon, das macht 18, plus Pikachu, plus Riolu, ist irgendwo logisch. Und das Gute an der Sache ist, man hat jetzt wahrscheinlich noch die Möglichkeit zwischen Evoli, Anton, Mauzi, Manfaxo und wie sie alle heißen, da diese Pokémon damals auch nicht als Partner gewählt werden konnten. Da man sie einfach nur als normale Pokémon nehmen konnte. Deswegen, also das wäre so eine Sache, die schon echt genial wäre. Deswegen, ich bin sehr gehypt und ja, Leute, Fragebögen, ihr wolltet ihn, ihr habt ihn, das gehört zu PMD einfach dazu und das sage ich genauso, ist einfach ein Must-Have dazu. Also, Bombenidee dafür an, Pokémon, hier, Pokefreak, Nintendo, was auch immer. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, gucken wir uns die Trailer mal zu Ende an. So Leute, in der letzten Phase des Trailers sehen wir ein Gespräch von Pokémon und dann je nachdem Gespräche von legendären Pokémon, die wohl irgendwas zu verkünden haben, beziehungsweise irgendwas besprechen oder ankündigen sozusagen. Wir sehen mehrere legendäre Pokémon wie im vorherigen Trailer, wir sehen Arceus, wir sehen Giratina am letzten Bild, man sieht Raikou und Suicune, man sieht einfach mehr legendäre, sag ich mal, einfach so jetzt. Aus dem Groben heraus. Deswegen, was sagt uns das? Wie gesagt, schon, es sind alle Pokémon vertreten, das ist gut. Spielt die legendären Pokémon eine Rolle in der Story? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall ziemlich merkwürdig, dass Entei, Raikou und Suicune gebrüllt haben vor mysteriösen Mythstein, sage ich mal. Und auf einmal switcht die ganze Position. Also das muss man sich mal nochmal Stopp machen und angucken. Es hat nichts miteinander zu tun, dass Entei, Raikou, Suicune irgendwie heulen und dann kommt auf einmal diese große Giratina daraus. Es ist auf jeden Fall eine komplett andere Szene, wo da auf jeden Fall andere Pokémon auch im Hintergrund sind. Was sagt uns das? Giratina wird vertreten sein. Giratina war ja ziemlich böse eigentlich im PMD bisher. Eigentlich gar nicht. PMD, Giratina hatte keine größere Rolle eigentlich, meiner Ansicht nach. Ob es jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall neuere Pokémon, die sie eher supporten können. Beziehungsweise, wo sie eher sagen können, das wäre Bösewicht zum Beispiel mit den neuen. Was gibt es denn für Pokémon? Hooper zum Beispiel. Hooper ist ein böses Pokémon, meiner Ansicht nach. Also jetzt für den neuen Pokémon. Vulkanion ist böse. Sowas können sie nehmen, meiner Ansicht nach. Pokémon, die ist einfach... Ich weiß gar nicht, Vulkanion wurde, glaube ich, noch gar nicht angekündigt vom PM. Also von den Leuten von Pokémon. Von daher können sie den vielleicht ankündigen und sagen, ey, der ist mega böse, dies, das. Oder halt Hooper mit seiner Megaform. Der halt auch, ich glaube, im neuen Pokémon-Film die ganzen Pokémon ja auch freigelassen hat. Würde auch einen Sinn ergeben, weil die ganzen Pokémon... Es sind ja wirklich alle Pokémon-Trailer zu sehen. Und vielleicht ist es ja ähnlich geworden, dass die irgendwie mit Hilfe dieser Dimensionsringe, die Hooper hat, irgendwie reingeschickt worden sind. Dass die einfach freigelassen worden sind in derselben Dimension. Und deswegen jetzt alle gegeneinander battlen oder so. Deswegen kann ja sein, dass man dann das schlichten muss oder sonstiges. Aber Leute, ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Part wieder vom Pokémon Mystery Dungeon Trailer Analyse. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Das wird mich, den Kanal und natürlich auch unsere Community vergrößern und unterstützen. Sonstiges. Haut rein, meine Freunde. Traumhaften Tag euch noch. Und ciao, euer Zero. Over and out.